Best of Fränkel frotzelt. Ich düse da mal schnell durch, weil ihr wisst. Oh, scheiße Mine! Ah ja, okay. Das war Absicht, ne? Klar. Wir fliegen auch da ganz, 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 ganz schnell drüber. Minen! Ja, ist gut, alles klar. Bestens. Und da wir landen auf dem. Nein, 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 nein! Das ist meine Hütte. Mein ja, Zuhause. Aber, ja, aber da kannst du nicht rein. Warum? Flugzeug irgendwo? Sieht eigentlich ganz schön aus, ne? Obwohl es Xbox ist. Zu dieser meiner unglaublich frevelhaften Aussage hat Tarat Folgendes geschrieben. Zitat, obwohl es Xbox ist, Punkt, Punkt, Punkt. Das gibt ein Dislike. Hat der böse, böse alte Mann dein Lieblingsspielzeug beleidigt, du aber kleiner Schlumpf? Willst du ein Taschentuch? Sie beide. Leute, bitte. Das hier finde ich nach wie vor nicht so schön, dass ja eben so Straßen gesperrt sind, dass da die Welt so zu Ende ist. Hallo? Hallo? Jetzt mal ernsthaft, da konnte ich doch jetzt nichts dafür. Das kann ja wohl echt nicht wahr sein, ey. Verpiss dich da vor meinem LKW, sonst mach ich dich platt, Alter. Fuck you. Drecksscheiße, wieder 400 Euro. Wer fährt mir da einfach rein? Golderz muss ich auch schmelzen. Genau, dann hast du dann Gold, wie heißt das nochmal? Ach, das habe ich da, ein Gold-Cherry-Würzburg. Goldbarren. Habe ich es richtig gesagt? Ja, ja, hier Dingenskirchen und Gold, so. Gold-Krypt-Dingenskirchen. Ich kann mich voll gut artizukulieren, ich weiß. Ja, super. Ja, artizukulieren. Warum bin ich denn eigentlich so langsam jetzt? Hängt mir der komische PKW da jetzt an der Nase, oder was? Muss ich doch gleich mal nachgucken, kann doch nicht sein, oder? Ah! Yes, Baby! Schaut euch mal die Kühlerfigur an, das hat auch nicht jeder. Ist da das? Ficker! Das ist ja der letzte Schwuchteldreck hier! Stopp, 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 stopp! Huch, was kommt denn da angeflogen? Mülltonnenalarm, deswegen. Okay, habt ihr das gesehen? Das war doch... Oh nee! Da fliegt mir die Mülltonne auf die Birne! Dreck! Ich werde mir aber auf jeden Fall die Xbox One holen, und zwar um euch etwas zu zeigen. Das da heißt Forza Motorsport. Zunächst mal, ich habe nicht nur diesen Truck bekommen von Nick Krüger. Danke nochmal, danke. Der wird einen Ehrenplatz da hinten in meiner Tribüne finden. Vitrine. So, jetzt strecke ich mal der Harpune meinen Arsch entgegen, damit die mich hinten reinsticht. Vielleicht überlebe ich das. Komm. Na, ist alles gut. Ich bin völlig normal. Ich bin kein Killerspieler. Nein, nein, nein. Meine Let's Plays, da babbelst du ja auch. Ach du Scheiße! Scheiße. Fuck! Ja, das Moment, ist für, Moment, das ich hab grad eine kleine Panikattacke. Du siehst irgendwie ein bisschen aus wie so ein Panzerknacker. Wieso? Ja, mit dem gestreiften Shirt. Ich stehe halt auf gestreift. Ich habe fast immer irgendein gestreiftes Shirt an. Das ist das Schlimme. Ja, und Querstreif mache ich auch schlank, ne? Ja, komm mal kurz her, Schatz. Ich muss weg. Schatz, wo willst du denn hin? Schatz! Komm her zu mir! Mein Schatz! Willkommen in der Hölle! Da, da, da! Jetzt habe ich ein Problem, glaube ich. Ja, jetzt bist du irgendwo hinten an der Seite aufgestockt. Ja. Upsa! Ich habe ein Schild getötet! Ja, ist ja nur ein Panzer. So. Ein Panzer! Ein Panzer. Nether ist die Hölle! Ach so. Ah! Ah! Was denn? Okay. Hast du eine Axt? Ich hab's überlebt. Was auch immer du tust. Und jetzt ist das ein fliegender Baum. Ein Sprengpenis hat mich attackiert. Jetzt hier drüber. Das ist ja alles noch nicht so schwer. Scheiße! Das ist ja alles nicht so schwer. Nein, ein Penis in unserem Haus! Wieso? Oh, ich bin doch gar nicht da. MILF Hunter 2003. Wenn das das Geburtsjahrgang ist, dann ist der nicht, dann ist der kein MILF Hunter, dann ist der ein Milchhunter normalerweise noch, ne? Ist schon.
Mama und so. Ja, der hat geschrieben, zum verrückt gespielt Black Ops 2 Multiplayer als Pazifist, Folge 1. Und ich betone nochmal, ich habe gespielt als Pazifist im Gandhi-Style. Und da schreibt er folgendes. Du bist schleckt, du musst Leute killen, das ist doch der Sinn, du Homo. Ich halte das nicht mal aus. Der meint es nicht ernst. Sag bitte, dass das ein Witz ist, dass jetzt gleich irgendwo der Typ von der versteckten Kamera aus dem Scheißbusch springt und sagt, das ist alles nur ein Scherz. Die Menschheit ist nicht so dumm. Ich kann das nicht mehr aushalten. Ich krieg die ganze Dummheit hier in meinem Kanal. Die ganze Dummheit. Dieser Welt. Sie sind eine Frau und haben wie immer nichts anzuziehen? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es den Frankly Frotzelt Fanshop und dort gibt es auch Frankly Frotzelt Shirts. Sie sind traurig, dass Sie nicht mit Harald Frankly schlafen können? Das muss nicht sein, denn im Frankly Frotzelt Fanshop gibt es auch Frankly Frotzelt Kissen. Sie haben nicht mehr alle Tassen im Schrank? Das muss nicht sein, denn im Frankly Frotzelt Fanshop gibt es auch Tassen. Kaufen Sie noch heute im Frankly Frotzelt Fanshop und zwar am besten für die ganze Familie und den Hamster. Der Frankly Frotzelt Fanshop bringt ewige Glückseligkeit, ist geiler als jede Nymphomanin und macht sogar die Zähne weißer. Und wer mal nicht alle Taschen im Schrank hat, wird ebenfalls fündig. Der Frankly Frotzelt Fanshop. Einfach genial.